Willkommen beim Mainzer Hauptbahnhof in der Stadt Mainz in Rheinland-Pfalz. Ja, hallo Mainz. Der ursprüngliche Mainzer Bahnhof stammt aus dem Jahr 1859. Der aktuelle Bahnhof wurde 1884 eröffnet und von Philipp Johann Berdelet im Rahmen der Stadterweiterungspläne entworfen. Heute passieren täglich über 60.000 Pendler und Touristen diesen Bahnhof, was ihn zum mit Abstand verkehrsreichsten Bahnhof der Region macht. Das ist das Erste, was mir bei Mainz einfällt. Drücken Sie eben zu Beginn, da kommt unser Intercity. Lassen Sie uns das in Ordnung bringen, während wir hier sind. Dann gehen wir da einmal kurz hin. Guck mal, die fehlt schon gar nicht mehr. Entlang der Strecke gibt es noch mehr Streckenaufgaben zu entdecken. Sie können Streckenkarten anbringen, Erste-Hilfe-Punkte auffüllen, Touristenplakate anbringen und Kuckucksuhren stellen. Warten Sie am Bahnsteig. Ihr Zug kommt in Kürze an. Ich bin hier tatsächlich sogar auf der Strecke streckenkundig. Zwar nicht zu der damaligen Zeit, aber zur heutigen Zeit. Linke Rheinstrecke, Mainz Hauptbahnhof. Das schreiben wir natürlich auch so auf die Zuglaufschilder. Ja. Wir sollen nach vorne laufen. Ich muss mich hier aber mal umgucken. Ich habe mir das ja im Livestream schon mal angeguckt. Den Livestream, den ich dann leider unterbrochen habe. Ich begrüße euch erst nochmal. Ich habe euch noch gar nicht richtig begrüßt. Herzlich willkommen zur Streckeneinführung linke Rheinstrecke. Ich war in der letzten Zeit leider sehr krank und hatte jetzt einen Umzug hinter mir. Der ist jetzt aber hinter mir. Ja, es läuft noch nicht ganz so flüssig, wie ich es eigentlich haben will. Aber naja. Dafür sieht es gerade echt gut aus. So, hier sollen wir wir sollen in den hier einsteigen. Nehmen Sie Platz. Der Zug wird in Kürze abfahren. Das sieht gut aus, das muss ich sagen. So, dann setzen wir uns einfach mal in einen Fensterplatz hier rechts. So. Die linke Rheinstrecke geht auf die Anfänge des Schienenverkehrs in Deutschland zurück und wurde 1844 eröffnet. 1859 erreichte sie Mainz und 100 Jahre später, 1959, wurde die Strecke elektrifiziert. 1959 schon, das ist... Wobei das noch relativ spät eigentlich. Der Mäuseturm auf dieser Strecke geht auf die Römerzeit zurück. Jedoch erhielt er seinen Legendenstatus und seinen Spitznamen nach der Restauration im 10. Jahrhundert durch den Erzbischof Hatto II. Hatto der Zweite. Er hatte im Laufe der Jahrhunderte viele verschiedene Funktionen. So wurde er beispielsweise als Signalturm, Maut- und Zollsammelstelle genutzt. Mhm. Die Strecke nach Koblenz ist etwa 85 Kilometer lang und führt durch die malerische und sich schlängelnde Rheinschlucht, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Ah, da waren 110er da drüben. Da sind Güterwagen. Da drüben steht ein Intercity. Ne, da drüben fährt ein Intercity. Ne, da drüben steht ein Intercity. Dieser Zug wird von einer Elektrolokomotive der Baureihe 103.1 der DB angetrieben. Ja. Sie erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 265 Kilometer pro Stunde und ist eine der stärksten 200. Elektrolokomotiven. 200. Es gab nur zwei Loks, die schneller fahren konnten, beziehungsweise drei. Aber auch nur mit Umbauten. Auf dieser Strecke lernen Sie, wie Sie diese Lokomotive, die DB-Baureihe 110 und den N-Wagen-Steuerwagen steuern, wenn Sie Pendler, Touristen und Fracht an den malerischen Schlössern und Weinbergen am Rheinufer vorbei befördern. Okay. Dies ist Train SimWorld, linke Rheinstrecke, Mainz nach Koblenz. Oh, das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja. Das wird jetzt einmal eine ganz... Oh, meine Haare werden schon wieder rausgepixelt. Also ich muss die Ähnlichkeit noch ein bisschen runterdrehen. Ja, das mache ich jetzt einfach. Ich würde mal sagen, ich mache das hier als kleines Zwischenstück.
Wir sehen uns jetzt gleich noch in der Folge wieder und dann gucken wir uns noch die 103 an und genau das würde ich sagen, machen wir in der Folge. Bis gleich. Baureihe 103.1 Einführung. In diesem Trainingsmodul lernen Sie, diese Elektrolokomotive der Baureihe 103.1 zu fahren. Wenn Sie bereit sind anzufangen, steigen Sie ein. Das machen wir gleich. Ich möchte nur vorher mal was dazu sagen zur Baureihe 103. Die 103 ist so meine absolute Lieblingslokomotive. Ich liebe diese Baureihe einfach. Und ich hätte echt gerne eine Fahrzeugausbildung da drauf. Ich werde hoffentlich diesen Traum ja auch irgendwann mal erfüllen können. So dann, wenn ich vielleicht mal beim DB-Museum was erreicht habe. Oder TRI bekommt ja auch eine Lok davon. Whale Adventure hätte ja an sich auch eine. Aber mal gucken, vielleicht erfülle ich mir den Traum irgendwann. Vielleicht wird mir der Traum irgendwann erfüllt. Wir sollen hier einsteigen. Das machen wir einmal. Ich habe mit der Lok tatsächlich auch hier im Train to World 3 noch nicht so viel Zeit verbracht. Und ich freue mich darauf, das jetzt zu ändern. Sie werden den Zug in dieser Einführung über eine kurze Distanz fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen. Um diese Lokomotive in Betrieb zu setzen, muss der Richtungsschalterhebel eingesetzt werden. Stellen Sie den Richtungsschalter in die Position neutral, während wir den Führerstand übernehmen. Ja. Die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anzuzeigen, dass dieser Zug betriebsbereit ist. Nach unten. Aktivieren Sie die Bremsen mit Hilfe des Bremsschlüssels, damit Sie von diesem Führerstand aus die Bremsen ansteuern können. Diese Lokomotive besitzt zwei Bremsen. Sie werden das Führerbremsventil nutzen, welche die Bremsen des gesamten Zugverbandes ansteuern kann. Ja. Wenn Sie als einzelne Lokomotive unterwegs sind, ergibt es mehr Sinn, die direkte Bremse zu benutzen. Sie ist schneller, liegt aber nur an der Lokomotive an. Liegt aber nur an der, legt nur an der Lokomotive an. Um den Fahrgästen den Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Ja. TB0 hat die Lok nur. Die Lok kann nur TB0. Dann gucken wir da mal. Schließen Sie die Türen, bevor Sie abfahren. Oh, da hatte sich gerade meine Tastatur in die Taste, die Hochtaste festgeklemmt. Tut sie gerade immer noch. So, aber gucken wir uns die Lok doch mal kurz an. Soweit sieht die eigentlich ganz in Ordnung aus. Vom Modell her auf jeden Fall schon mal in Ordnung. Ja. Oh. So. Ja, doch, das sieht doch schön aus. Einmal ein Screenshot gemacht. So, dann schließen wir die Türen einmal. Ich habe natürlich auch wieder DB-Kleidung an. Aber hier mit DB-Logo. Wenn Sie die Türen aufschließen. Der Richtungsschalter gibt die Fahrtrichtung vor. Da wir nun zur Abfahrt bereit sind, bringen Sie ihn in die Stellung vorwärts. Für eine schnelle Beschleunigung kann der Trafo-Schalter verwendet werden. Dadurch werden die Fahrmotoren mit jeweils 100 Volt zusätzlich versorgt und die Leistung erhöht. Um Schäden an der Lokomotive zu vermeiden, sollte der Schalter nicht länger als 2 Minuten oder in Zügen mit mehr als 8 Wagen verwendet werden. Das ist später deaktiviert worden. Wenn zu viel Leistung angewendet wird, kann der Hauptschalter ausgelöst werden. Stellen Sie, wenn das passiert, den Fahrstufenschalter auf 0 und schließen Sie den Hauptschalter, um die Lokomotive wieder in Gang zu bringen. Lösen Sie die Bremsen und fahren Sie ab. Das große Rad in der Mitte ist der Fahrstufenregler. Dieser steuert, wie viel Leistung in der Lokomotive aufgeschaltet wird. Stellen Sie über den Fahrstufenregler die benötigte Fahrstufe ein und die Fahrmotoren werden stufenweise die vorgeschaltete Leistung anwenden. Na, dann machen wir das doch mal. Die derzeitig vorgewählte Fahrstufe wird auf dem Führerpult angezeigt. Sehe ich hier nicht. Eigentlich müsste das hier, glaube ich, angezeigt werden.
Wobei, ich weiß es gar nicht, ob die Dreier das anzeigt. Aber ich würde mal behaupten, ja, so, wir machen den Lüfter mal noch an. Ah, ich habe übrigens ein paar Mods installiert bekommen. Wodurch mein TSW 3 jetzt sehr stark gemoddet ist. Auch diese Berge und dieses Wetter. So. So, gehen wir. Ah, da fängt die Lok an zu schleudern. So, 30. Bevor wir mit dem Bremsen beginnen können, muss der Fahrstufenregler in die Stellung 0 gebracht werden. Sollten Sie dies nicht tun, wird der Bremsen... Die erste DB-Baureihe 103.1 wurde 1970 erstmals eingesetzt. Sie war für das neue Intercity-System der DB konzipiert, musste also in der Lage sein, einen 400-Tonnen-Zug mit 200 km pro Stunde zu ziehen. Diese ersten Intercity-Services waren nur für Passagiere der ersten Klasse. Wagen der zweiten Klasse wurden später, im Jahr 1979, hinzugefügt und führten zu einem starken Anstieg. IC 70 und Intercity 79. Die Wagen der zweiten Klasse erhöhten das Gewicht der Züge auf über 600 Tonnen, auf ohnehin schon anspruchsvollen Routen. Die Baureihe 103.1 erwies sich jedoch als leistungsfähig, da sie mit einer Leistung von 7440 kW, 9980 PS, eine der stärksten jemals produzierten Elektrolokomotiven ist. Oh ja, deswegen ist die Lok für mich auch bis heute noch so beeindruckend. Vier Prototypen und 145 Serieneinheiten der Baureihe 103 wurden produziert. Und bis 1987 hatten sie in Deutschland das Monopol für schnelle Passagiertransporte mit Geschwindigkeiten von über 160 km pro Stunde. Es war keine Seltenheit, dass einzelne Lokomotiven täglich mehr als 1000 km zurücklegten. Oh ja. 1985 stellte eine Elektrolokomotive der Baureihe 103 mit 283 km pro Stunde einen neuen Geschwindigkeitsrekord für einen deutschen Zug auf. An einem Ort anhalten. Ja, 283 km/h. Die gute 103 222/6 ist ja später dann tatsächlich noch mit Schnellfahrdrehgestellen ausgerüstet worden. Und für DB Systemtechnik und ist regelmäßig Geschwindigkeiten von 280 km/h dann gefahren. Die Lok gehört heute ja Whale Adventure. Hat aber nicht mehr die Schnellfahrdrehgestelle drunter. So, 1,8 Kilometer. Wir sollen da hinten dann wieder anhalten. Die Lüfter hören sich noch nicht so schön an, muss ich sagen. Dann wir drehen nochmal auf Fahrstufe 30. Komm, wir gehen bis in die 39 hoch. Sie nähern sich dem nächsten Bahnhof. Wenden Sie mit Hilfe des Führerbremsventils ein wenig Bremskraft an, um den Zug zu einem sanften Halt zu bringen. So, jetzt drehen wir einmal runter. 103 km/h fahren wir, das ist doch schön. Jetzt 104. So, dann bremsen wir mal ein. Noch 600 Meter, bis wir anhalten sollen. So. D
Die bremst viel zu gut, die Lok. Die bremst viel zu gut. Das war jetzt ja quasi nicht eingebremst. Oder? Da ist der Hauptschalter geflogen. Ja, muss ich sagen, bremst zu gut. So. Und runter auf Fahrstufe 6. Dann fahren wir immerhin mit knapp 20 km/h. Also die bremst deutlich zu gut. Vielleicht war ich gerade auch in dem Moment ein bisschen panisch, weil ich hatte kurz 60% Bremskraft drin. Jetzt gehen wir mal auf 20%. Das dürfte perfekt passen. So. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Damit wären wir eine Runde gefahren. Ja, ich würde sagen, das schneide ich jetzt zusammen und dann haben wir unsere erste Folge wieder auf diesem DLC. Ich werde jetzt ein paar Folgen hier mitmachen. Es wird aber auch zeitgleich werden Folgen, also nicht zeitgleich, ich werde gucken, dass ich das relativ zeitnah dann auch hinbekomme, Folgen zu, zu dem Niddertalbahn-DLC machen, das ja auch schon draußen ist. Wie gesagt, ich war leider krank, mir ging es überhaupt nicht gut, jetzt ist der Umzug noch passiert. Ich bin jetzt schon in der neuen Wohnung, alles funktioniert jetzt und jetzt kann es auch endlich wieder richtig losgehen. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye.